Meine Damen und Herren, der Fighter in der blauen Ecke. Im GMC-Kampf Federgewicht bis 66 Kilogramm. Repräsentiert das Sire Gym. Seine Bilanz 3 Siege, eine Niederlage. Hier ist aus Minden, NRW, Alexander Wien. Der Fighter in der roten Ecke. Er repräsentiert den Fight Club Gelsenkirchen, The Forge of Iron Hearts. Seine Bilanz, 3 Siege, keine Niederlage. Hier ist der GMC Fighter aus Gelsenkirchen. Please welcome Maurice the Great Arno! Also wir haben da einen sehr, sehr aufgeputschten Alexander Wiens gesehen, der da direkt nach vorn gestürmt ist. Gentlemen, you know the rules. Keep the fight clean and fair. When I say stop, I want you to stop the fight. Touch gloves if you want and do your corners. Ado auf ein paar Nettigkeiten um die Ohren gehauen hat, aber einen Touch Gloves gab es trotzdem. Ich wollte mal hoffen, dass Alexander Wiens hier nicht ein Opfer seiner eigenen Aufgeputschtheit wird, denn das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Adolf wirkt auf jeden Fall wie der Mann mit dem kühleren Kopf gerade. Und ja, das kann tatsächlich kampfentscheidend sein. Wir schauen mal, wer hier in der Lage sein wird, seine Techniken abzurufen. Sofort geht's nach vorne. Sofort Adolf in der Rechtsauslage macht Druck. Es steht viel auf dem Spiel für beide hier. Oh, die erste Rechte schickt Adolf zu Boden. Adolf zu Boden. Dann gibt es noch eine Flugstunde hinterher. Suplex. Guter Start hier für Wiens. Und jetzt muss Adolf beweisen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Mehr als 500 Fans sind hier mit angereist. Die hatten es nicht weit. Er ist natürlich der Heimathlet. Wiens ruft ihm hier immer wieder ein paar Nettigkeiten zu. Adolf war ja im Vorfeld auch kein Kind von schlechten Eltern, hat immer wieder gesagt, ja, der Wiens, der freut sich, dass er hier ein bisschen in meinem Spotlight baden kann. Der wird nie wieder auf so einer großen Bühne kämpfen wie gegen mich. Ja, und das hat Wiens ihm ja offensichtlich übel genommen. Der scheint richtig Spaß daran zu haben, was er hier gerade fabriziert. Ja, es gibt Leute, die verärgert man besser nicht. Ui! Die zweite Sitzrichtung und das war's! Das war's! Mario Adorf geht K.O. Da gibt es also auch hinten raus noch mal ein paar Nettigkeiten. Da war jede Menge Emotion drin, das hat man gesehen. Aber am Ende können sich beide doch die Hände schütteln. Adolf, sobald er zu sich kommt, reicht seinem Gegner die Hand. Und wir sehen uns dieses Finish hier gleich noch mal. Wow. In der Zeitlupe an, also ich sag mal, einen brachialeren K.O. kann man sich kaum vorstellen. Rechte reingefeuert, mit einem Highkick hinterhergesetzt. Und Wiens, der wusste gar nicht, wie er den Sack am schnellsten zumachen soll, ist direkt noch hinterhergesprungen, wollte noch einen Choke ansetzen, da war Adolf schon längst K.O. Also der wollte es heute wirklich wissen und hat auf jeden Fall abgeliefert. Meine Hilfe! Was für ein Powerhouse dieser Alexander Wiens ist. Und hier sehen wir es, die linke eingesprungen. Da wirbelt Adolf rum beim Aufstehen, kriegt er noch den Highkick perfekt getimed von Alexander Wiens. Hier sehen wir es nochmal, steht auf, zack! Natürlich in dem Moment legal, in dem Moment, weil Adolf in dem Moment steht, der Kick zum Kopf legal, wäre er noch am Boden gewesen, nicht. Ja, hier nochmal linke auf dem Boden und im nach oben kommen, der Kick zum Kopf. Perfektes Timing von Wiens, unglaubliche Kraft und Präzision. Und Kraft und Präzision gewinnt Kämpfe im MMA, das hat Alexander Wiens bewiesen. Klickzahlen nicht, auch das hat er bewiesen. Wir sehen hier einen geschlagenen Maurice Adorf und natürlich einen Alexander Wiens, der sich zu Recht feiern lässt. Nichtsdestotrotz, dieser Mann hier eine schillernde Persönlichkeit und es wird abzuwarten sein, wie er jetzt hier mit dieser Niederlage umgehen wird. Es wird mit Sicherheit viele Leute geben, die sich darüber freuen. Aber wird er daran wachsen oder wird er daran zerbrechen? Das wird die Zukunft zeigen. Wir machen es erstmal offiziell. Michael Royer mit dem offiziellen Urteil. Ladies and Gentlemen, das offizielle Urteil ist kampfgerecht.
Sieger nach 1:07 in Runde 1. A winner by knockout. Ausminden Alexander Wien.